So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Oh, ich habe eine Waffe ausgerüstet, wie ich gerade. Ich wollte für diese sein. Oh, habe ich dich getötet? Das tut mir aber nicht leid. Scheint, wir haben es geschafft. Also es scheint fast so. Wir hätten es geschafft. Und dann nehmen wir noch das ganze Zeug von denen mit. Hier oben war noch einer. Ja. Dann flog er halt weg. Laden wir hier nochmal. Dann wird er das Tor öffnen. Gut. Und Schüsse ohne Wache. Gut. Das nehmen wir dann jetzt noch mal. Okay. Los, Mädchen freigeschaltet. Und wir haben noch 500 davon, damit können wir auch ein bisschen anfangen, was anfangen. Ich würde sagen, mehr Munition. Jetzt wird's ernst. Alles klar. Scheint aber auch zu sein, als würde es gleich hier Action geben. Sehen wir dann. So. Das wäre... dann das, was ich nicht mehr kenne. Gut, dann habe ich ja fast durchgespielt. Und auf der anderen Seite ist... oder was? Ja, das ist auch ein Schalter. Da ist auch ein Schalter. Okay, müssen wir uns beeilen. Anscheinend nicht. Gut, einmal hier. Können wir hier hoch. Da ist noch eine Kiste. Nehmen wir mit. Okay. Ah, das müssen wir gegen kicken. Und weg damit. Okay. Ich muss irgendwie darauf kommen. Ich kann mir schon was denken. Vielleicht müssen wir das ein bisschen tiefer machen wieder. Damit wir das dann so ziehen können, dass wir von da oben... ach, ich kann das gerade nicht gut erklären. Ich versuch's einfach mal. Meine Gedankengänge. Damit ihr die nachvollziehen könnt. Und jetzt einfach hier so wieder hochziehen, damit ich dort dran springen kann. Oder von unten? Ich weiß es nicht. Okay. Den Sprung. Hat doch geklappt.
Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du! Himiko! Erste und letzte! Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Richtig. Sie kriegt sie nicht. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Was für ein Schicksal. Vielleicht ist es ja ein Dämon oder sowas. Keine Ahnung. In John Voider geht's ja nie wirklich... Naja, normal zu. Gab ja immer mythologische Wesen und so ein Zeug. Was ich übrigens sehr geil finde an Tomb Raider, aber hier ist es ein bisschen wenig. Nur die Sturmwache und diese Uni-Dinger da. Ich hoffe, am nächsten Tag kommt dann wieder mehr von. Wenn ich mal an die ersten drei Teile zurückdenke, oder die ersten vier. Da gab es ja alles Mögliche, vor allem im ersten Teil. Ich glaube, da ist unser letztes Lagerfeuer. Kein Zurück mehr. Nach diesem Lager ist... Okay, das ist ja... Das ist unser Ende. Wir werden es jetzt beenden. Und ich wiederhole mich ein wenig. Aber ich kann mir nichts mehr leisten. Gut. Mann, einen Moment. Ah, da wurde ich unterbrochen, das kommt vor. Auch wenn ich Bescheid gegeben habe, dass ich hier am Aufnehmen bin, aber naja. Alles klar. So, Leute. Hier geht's lang.
Wir werden Sam schon retten. Ich frage mich, ob es hier einen Bosskampf gibt. Kann sein, dass sie darauf verzichten. Wäre aber auch nicht schlimm, würde ich sagen, oder? So. Das muss ich zerstören. Oder? Anscheinend schon. Oder reicht es für mich? Man muss schon so richtig sein. Na, ich kann mir schon denken. Vielleicht so? Stelle ich mich auch noch hier am Ende Blut an. Warum macht ihr das denn mit dem Kurzen nicht mehr? Gibt's denn hier irgendwas zum Zumachen? Ah, sie sagt, ich soll den Wind nutzen. Das habe ich eigentlich auch vor. Ich nutze doch den Wind. Das ist nicht gut genug. Vielleicht von hier. Ja, ich versuche es hier, Lara. Vielleicht von hier? Ah, da habe ich mich ein bisschen doof angestellt. Aber ist ja nichts Neues in diesem Let's Play. Ach, hier. Okay. Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Okay. Dann beeilen wir uns mal, Liebe. Ich glaube, das hier werde ich als letzten Part machen. Das heißt, wenn er länger geht, dann geht er länger und wenn nicht, dann nicht. Kann auch sein, dass er dann 30 Minuten geht oder so. Muss ich da jetzt hochspringen? Also, was kannst du denn, Lara? Ach, Gott. Manchmal frage ich mich, ob sie einen eigenen Kopf hat oder nicht. Okay, nach oben konnte ich jetzt nicht springen. Ich muss anscheinend nach oben. Nö. Dann nach links. Nö. Gut, dann stelle ich mich nochmal dumm an. Gesehen, nach oben konnte ich nicht. Zumindest habe ich es versucht. Ach so, okay, ich hab's gesehen. Ich kann da doppelt springen. Okay. Dann habe ich mich halt nur wieder blöd angestellt.
Danke, dass du mir den Weg frei machst. Das hilft mir sehr. Ich glaube, ich muss da runter. Gehen wir bitte an der Buddha-Statue vorbei. Oder so eine Pyramide. Ich nehme so ein bisschen aus wie Buddha. Gut. Da sagt sie doch nichts. Ich hätte gehofft, wir hätten das letzte Tagebuch-Dingens von ihr bekommen. Aber dem ist nicht so. Kletter um dein Leben. Ja, dann wollen wir uns schnell. Das werde ich nicht schließen. Okay, okay, okay. Ja, ich beeile mich hier schon. Sieht auch ein bisschen cool aus. Was geht hier ab? Sterben da Menschen? Ja, da hab ich. Fuck. Ah, zu lang sollte der Paderborn nicht werden. Nur weil ich mich dumm einstelle. Kann ich das nicht überspringen? Nö. Langsam wird das jetzt ein anderer natürlich.
das immer schreiben. Ich will einfach mal so schnell es geht. So schnell ich halt kann. Okay. Ach komm, das scheiß Mikrofon ist irgendwo. Er hat einen freien Rücken. Er ist ein freier Rücken, kann er zücken. Komm schon. Ach, so schwer ist er gar nicht. Das ist halt langsam ein scheiß Vieh. Ich müsste nur treffen. Bam. Ah, er lebt immer noch. Ich dachte, er wäre tot. Komm. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen in die Rede bin.
richtig große Nerven. Schon. Stirb doch. Bam. Stirb. Was auch immer du wirklich bist. Habe ich es jetzt geschafft? War das sozusagen im Bosskampf? Stirb, du Schwein. Ah, wir haben endlich Zeit gespielt. Endlich mal die richtige Lage gekauft. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nichts wie weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden.
Ich muss verstehen. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. So Leute, das war's für diesen Teil von Tomb Raider. Das Abenteuer geht am 13. November weiter und ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei wärt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder.